Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich bin immer noch hier und versuche diesen herumirrenden und total aufgescheuchten Hühnern von Wachen zu entkommen. Gut sein. Bin immer noch in derselben Nacht. Ich hatte eigentlich aufhören wollen für heute. Allerdings habe ich mir die Parts angeguckt, weil ich sie rendern wollte und habe dann irgendwie so das Bedürfnis gehabt, doch noch weiter zu zocken. Ich kann einfach gerade nicht aufhören. Das ist wie eine Sucht. Ich werde aber jetzt trotzdem mal versuchen, in die andere Richtung zu gehen. Ich weiß noch nicht, ob die Wache jetzt gerade hier lang gegangen ist. Das wäre natürlich blöd. Ich versuche jetzt aber einfach mal ganz gekonnt Ich bin bereit, hier das diesen Haus Weg zu zu gehen. schützen. Da ist Feuer, da komme ich nicht her. Hier aber auch nicht. Toll. Ja, ich glaube, das hat sich ziemlich schnell erledigt. Offensichtlich komme ich hier gar nicht her. Aber wie will der auch hier? Das ist doch so irgendwie blöd. Dämlich. Doof. Okay, hier komme ich offensichtlich nicht her. Das ist scheiße. Heißt, ich muss mich mit den Wachen hier irgendwie anlegen. Und heißt offensichtlich auch, dass ich... Armer Kerl. Heißt offensichtlich auch, dass ich irgendwie versuchen muss, darüber zu kommen. Verdammt. Ach nein, das ist doch gar nicht wahr. Das ist die Kette von der Lampe gewesen, die ich da runtergeschossen hatte. Aber wie soll ich denn jetzt... Okay, wartet ganz kurz. Oh, upsa. Hier kann ich wirklich nirgendwo weiter. Ganz offensichtlich. Aber ich muss irgendwie dahin. Okay, vielleicht ist es ja auch gar nicht so sch 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 Vielleicht ist es ja auch gar nicht so furchtbar schwierig, an den Wachen vorbeizukommen, wenn man sie einfach irgendwie ablenkt. Das ist wahrscheinlich das Rätsels Lösung. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich eventuell auch... So, da, da. Los, lauf dahin. Willst du nicht auch darüber gehen? Willst du nicht? Willst du nicht? Offensichtlich nicht. Dann muss ich bei dir tatsächlich versuchen. Irgendwie. Beweg dich nicht so viel, verdammt. Stirb einfach. Oh, fuck. Ach komm schon, willst du nicht einfach sterben, Mann? Hä? Halt, Ungläubiger! Mit dem scheiß dritten Pfeil, ich will keine drei Pfeile verbrauchen, um den zu töten. Das ist mir echt zu viel. Am liebsten würde ich den natürlich mit dem ersten Pfeil töten, weil es geht mir einfach auf die Nerven. Am liebsten ja gar nicht töten, aber irgendwie komme ich ja einfach nicht an denen vorbei, verdammt. Kommt er jetzt nochmal hier längs oder nicht? Oder wie, oder was? 37 verdammte Meter, ja. Okay, jetzt muss ich natürlich warten, bis er da wieder in die andere Richtung latscht, damit er mir nicht irgendwie entgegenkommt. Dankeschön, das ging relativ schnell und es freut mich, dass es so schnell ging. So, versuchen wir das Ganze einfach nochmal, weil es so schön war. Lauft. Wirklich. Aha, jetzt sind sie alle weg. Sehr cool. Ich hab's geschafft. Cool. Oh Gott. Er hat mich gar nicht gesehen. Okay, weg mit dem Scheiß. Bingo. Okay, laufen hier noch mehr rum? Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Okay, hier kann ich gut. Das ist sehr schön. Oha. Kann ich hier irgendwie hoch? Bitte sag mir, dass ich hier hoch kann. Puh. Wow. Scheiße, Mann. Das war nicht nett. Orions Gabe schützt mich. Scheiße. Okay, F5. Puh. Ich bin tatsächlich an diesen dämlichen Wachen vorbeigekommen. Warum hat das die ganzen Male nicht funktioniert? Nicht funktioniert. Und ausgerechnet jetzt... Funktioniert das auf einmal doch.
Okay, wollt ihr hier nochmal kurz vorbeikommen, dass ich euch eventuell K.O. hauen kann? Das wäre echt nett von euch. Hallo? Jetzt habe ich natürlich keine Wurfobjekte mehr, oder? Natürlich nicht. Würdet ihr dann jetzt bitte... Ach Mann, das ist doch Zeitverschwendung. Ah, hi. Komm hier rüber. Komm, sei lieb. Scheiße, Mann. Okay, das ist mir jetzt noch zu gefährlich, wenn der da... Ah, jetzt. Okay. Okay, okay. Komm, komm. Runter. Und hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Danke. Nein, doch nicht wieder runter. Hoch da, los. Huh, dankeschön. Hast du fein gemacht. So, ob hier jetzt noch irgendwas zu holen ist, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Oh, ein Tresor. Na, kommst du nicht ran? Kommst du nicht ran? Ob der das hören würde, wenn ich den jetzt hier K.O. schlage? Hab hier noch irgendwas? Nee, hier komme ich nicht mehr weit. Aber da unten ist eine Schere. Hier ist allgemein mit Sicherheit noch ein bisschen was zu holen. Aha. Oh, den Tresor haben sie schon ausgeräumt. Ja, nee, ist klar. Scheiße, ich muss mich beeilen, bevor die den auch noch aufkriegen. F5. Keine gute Idee, wenn der direkt daneben steht. Wen willst du denn finden, mein Freund? Hm? Hau ab! Hau ab! Ich will deinen Kumpel hier K.O. schlagen. Ein Ungläubiger ist unter uns. Hey! Was? Stirb! Stirb gefälligst! Danke! Ungläubiger. Oh, shit. Jetzt habe ich natürlich keine Falle mehr. Was? Warte, 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 warte. Würdest du bitte... Warte ganz kurz. Ja, ich weiß, du tötest mich gerade. Ah, ich kann doch darüber hüpfen. Das ist jetzt natürlich richtig scheiße, wenn ich feststelle, dass... ich nicht darüber gucken kann. Wenn ich feststelle, dass die einen das mitbekommen, wenn ich die anderen K.O. schlage, das ist doch zum Mäusemelken. So komme ich nicht an den Tresor ran. So komme ich allgemein nirgendwo wirklich ran. Zu verschwinden. Dankeschön. Oh, jetzt... Wenn ich ihn finde. Nein, ich abhauen, nicht abhauen. Doch nicht weglaufen, nein. Bleib hier. Sei lieb. Ach Mann. Scheiße. Kann ich da längs laufen? Ja, ich kann hier längs laufen. Sehr schön. Bringt mir das hier was? Kommst da nicht rein? Genauso wenig wie ich. Fürchtet er die Götzen. Hm. Ich würde ja zu gerne darüber... Moment mal, kann ich hier oben darüber? So, da. Ups. Da und... Da liegt was zum Lesen. Ich könnte da runter. Ich könnte da runter, mir das holen und dann wieder da hoch. Sehr schön. Aber erst, wenn die da weg sind. Okay. Ja, jetzt K.O. schlagen wäre blöd. Ja, ich auch nicht. Vor dem Ziel. Richtig. Sprich dir nur Mut zu, mein Freund. Ihr seid sowieso schon alle blutbesprenkelt bis an sonst was. Okay, wartet. F5. Ich fühle mich beobachtet. Ich mich auch. Würdest du bitte stillhalten? Hä? Warum zum Henker habe ich damit jetzt nicht getroffen? Der Ungläubige ist hier! Kann ich nicht einfach einmal treffen und die einfach direkt töten? Ist das nicht möglich?
getroffen! Offensichtlich ist es nicht möglich. Naja, was soll's. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Das Blöde ist nur, wenn er die ganze Zeit hier hin und her rennt. Das ist doch Essen. Und wenn ich ihn K.O. schlage, kriegen es die anderen mit. Mal ganz ehrlich, wie soll man das denn machen? Ich meine... Okay, versuchen wir es noch einmal. Schnauze. Psst. Psst, psst. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Ja, bestimmt. Ja. Okay, den ersten habe ich schon mal außer Gefecht gesetzt. Blöd ist nur, dass der jetzt da rumliegt. Das ist natürlich scheiße, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Moment mal, war das gerade Geld, was ich eingesammelt habe? Offensichtlich, oder? Das waren keine Dokumente. Eine Bürgschaft war das, richtig? Irgendwie sowas in der Art. Ich erinnere mich gerade nicht richtig dran. Hä? Hat er seinen Kumpel nicht gefunden? Nice! Würdest du bitte... Nein! Au, scheiße. Kann ich das Licht ausmachen? Licht aus, Licht aus, Licht aus. Danke. So, jetzt aber bitte. Ich habe keine Ahnung, wie die... Ich habe keine Ahnung, wie die Kombination lautet. Absolut keine Ahnung. Wie kann das sein? Echt? Wow! Da ist... Halt! 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 Stirb, stirb, stirb! Stirb! Ja, komm, es stirbt doch endlich! Danke! Flieh wie ein Ungläubiger! Da ist ja noch einer. Headshot! Nein, das war eher bei mir. Jetzt war ich gerade so schön weit gekommen. Und ich, blöde Kuh, speichere natürlich nicht. Was bleibt mir denn anderes übrig, als den letzten Speicherpunkt zu laden? Verdammte Scheiße. Oh, es hat doch gerade so gut funktioniert. Aber jetzt weiß ich, dass da unten nur ein bisschen Geld rumliegt, das ich eigentlich nicht brauche. Das ist gut zu wissen, das heißt, ich gehe jetzt einfach hier weiter und versuche, meiner Wege zu gehen. Wenn alle geheilt sind, ist die Schwermut Vergangenheit. Heißt aber wahrscheinlich, dass hier auch irgendwelche Wachen durchkommen dann, ne? Ich muss mal kurz irgendwie versuchen zu gucken, wie die hier laufen. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Die Sätze von denen werden auch nicht neu. Wir sollen mal dasselbe, was die labern. Aha, da kommt er. Das heißt, ich könnte den... speichern. Gib mir das. Oh. Das Bild sieht aus, als könnte man damit was machen. Jawohl. Wonderful. Ich gebe nicht ein auf. Ein schönes Stück. Niemals. Hä? Nein. Ich sehe ihn. Klar. Ja, ist mir egal. Tschüss. Haha. Garrett! Ich rutsche ab! Oh. Hör auf damit! Ein Dieb sollte nie zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Aber der hier verfolgt mich. Irgendwo hier drin geht es hinunter zum Laboratorium. Er ist wahrscheinlich noch da. Okay. Speichern. Sehr schön. Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Vor allem wach. Wachsam ist dann nochmal was anderes. Scheiß Mond. Den kann man leider nicht abschalten. Ich bin nicht neu bei der Wache. Nicht mehr, verdammt.
Die Nacht dauert ewig. Bei allen toten Göttern. Entschuldigung, ich rede gerade überhaupt nicht, merke ich. Es ist aber gerade auch ein bisschen schwierig. Ich habe gerade... Ende ich als Rattenfutter. Oh mein Gott. Das war voll die lange stille Phase gerade, oder? Ist ja Wahnsinn. Ich bin mir gerade aber auch nicht ganz sicher, was ich sagen soll, weil ich habe irgendwie da hinten das Gefühl, dass ich dieses Moos finde. Ach, finde Blödsinn. Das, dieses Moos da mich irgendwie verfolgt. So dezent. Aha. Wow. Neue Karte? Wie zum Henker öffne ich denn nochmal die Karte? Begib dich hinunter ins Labor. Sammlerstücke. Ach so, ja, das Bild. Klar, das Bild. Gar nicht wahr. Hä? Moment. Das seltsam, muss ich sagen. Ja, irgendwie so. Karte. Karte? M? Ah, Karte. Gibt's hier auch mein Groß? K? Wie Karte? Keine Ahnung. Puh. F1. Nein, war ich ja gerade. Karte? Bin ich denn jetzt blöd? Wie zum Henker öffne ich die Karte? Maus und Tastatur. Tastaturbelegung. Dankeschön. Karte öffnen mit M. Ja, super. Aber die Karte bringt mir doch nichts. Ich will die gerne in groß haben. Ach, ist egal. Ich habe das... Sieht aus wie Fallen. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich hier in eine ganz große Scheiße reingerate. Und dass ich gleich, dass gleich wieder irgendwas ganz... Ich hab Angst, dass mich irgendwie irgendwas erschreckt. Tür auf. Labor. Will ich das Labor wirklich sehen? Oh Gott. Ja, das fängt ja schon gut an. Nicht richtig funktionierende... Lampen. Oh Gott. Da ist was. Da ist was. Das muntert mich zumindest so ein bisschen auf. Oh Gott. Ich will das nicht. Kann ich hier drauf? Kann ich da was machen? Ich habe Angst. Ich habe übrigens gemerkt, ich habe in einige Parts vorher habe ich davon gelabert, dass ich 1300 von einem Wachen geklaut habe. Ist natürlich Blödsinn. Ich habe von dem 5 und 7 gestohlen und habe dann aber auf mein Gesamtbudget geguckt und habe gedacht, ich hätte dem gerade 1300 geklaut. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Löwen der Industrie. Okay. Wartet. Lesen. Lesen bildet. Und es lenkt mich ab. Löwen der Industrie. 22.02.830 NR. Da im Hintergrund sehe ich meine Karte. Sehr schön. Die Familie Northcrest führt den Löwen schon seit Jahrhunderten. Er symbolisiert Stand, Stärke und Führungsanspruch unserer Blutlinie. Dank der Voraussicht meines Großvaters gewann das majestätische Tier neue Bedeutung. Die Northcrests wurden zu den Löwen der Industrie. Wir haben die Stadt durch das Eisen gestärkt, Arbeitsplätze geschaffen, neue Gebäude auf den alten errichtet und den Grundstein für eine fortschrittliche Zukunft gelegt. Aber an jeder Ecke stören die alten Götter das Aufwärtsstreben der Stadt und verpesten den Geist der Menschen mit spirituellem Stillstand.
Ich erkenne, dass diese überflüssig gewordenen Götter nur noch eine tote Ausrede für eine Bevölkerung sind, die ihre zwangsläufige Selbstverantwortung wiederentdecken muss. Zu Ehren der alten Götter habe ich beschlossen, die Familienkapelle von Northcrest Manor in einem Sicherheitsraum für das Northcrest Familien... Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Für das Northcrest Familienerbstück umzuwandeln, das Herz des Löwen. Sollen sich die alten Götter daran die Zähne ausbeißen? Nicht nur die Götter, sondern auch Diebe haben sich daran ziemlich die Zähne ausgebissen. Obwohl, nee, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Gib mir das. Gib mir das. Seilpfeil! Das sieht aus, als könnte ich den gleich gebrauchen, richtig? Ich habe irgendwie jedes Mal Angst, dass hier irgendwelche Fallen sind. Das ist nicht schön. Ach, lesen, das lenkt mich immer so ein bisschen ab. Das ist das Ursteinfragment. Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal, ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen. Ja. Ich schaffe das Ursteinfragment. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir gleich irgendwas in die Quere kommt. Rektor, was? Ach Mann, das nervt. Okay, gib mir das und gib mir das. Reaktorbelastungsgrenze. Das Fragment kann durch Rotation zur Resonanz gebracht werden, aber der entstehende Drehimpuls führt möglicherweise zu Rissen in der Eindämmungseinheit. Falls die Frequenz zu schnell erhöht wird, ist das die Rache der Glasherstellergilde. Achso, erhöht wird. Punkt. Ist das die Rache der Glasherstellergilde? Woher soll ich sonst Platten geeigneter Stärke bekommen? Wenn nötig, lasse ich Eastwicks Markthalle abreißen. Die Stabilisierung der Urkraft hat oberste Priorität. Okay. Das könnte mir dabei helfen, dieses Ding irgendwie da rauszukriegen. Wenn ich weiß, dass das Glas bei einer bestimmten Rotationsachse bricht. Na? Gut zu wissen. Schwanengesang. Ach, meine Güte. Ach, jetzt ist aber mal gut mit der Leserei. Hi. Halte Z zum Beobachten. Da ist ein Sprung im Glas. Aber das Glas ist dick. Mit Pfeilen komme ich hier nicht weit. Das könnte hinkommen, ja. Das heißt aber... Der Akku von meinem Handy ist fast leer. Ich weiß nicht, was diese Maschine soll, aber ohne Strom macht sie gar nichts. Heißt... Wie zum Henker soll ich hier den Strom abstellen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wartet. Vielleicht hier? So. Und jetzt? Da. Der Sprung. Komm schon. Ich dachte, das funktioniert, wenn ich den... zu dem Sprung hinaufdrehe irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, Garrett will dem Ding einfach den Strom abstellen. Wäre auch irgendwie sinnig. Fortschritt. Noch mehr zum Lesen. Ernsthaft. Ohne Strom. Okay, wie stelle ich dem Ding den Strom ab? Man weiß es nicht. Oder muss ich das in die andere Richtung? Vielleicht muss ich das in die andere Richtung gehen. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier machen muss. Allerdings, wartet. Vielleicht ist ja in den Dokumenten irgendwas zu finden. Nehmen wir erstmal den Schwanengesang. Meine Zukunft entgleitet mir, Handfield ist seit den Aufständen in der Heilanstalt verschwunden, genau wie die Urkraft. Meine Experimente unter Northcrest bringen nach wie vor kein Ergebnis hervor. Kein Element scheint imstande zu sein, dem Originalstein von unterhalb der Stadt zu ersetzen. Ebenso gelingt es mir nicht, die Dissonanz zwischen den Teilen zu stabilisieren. Wenn ich doch nur das Buch noch hätte, ob die Umkehrung des Vorgangs wohl der Schlüssel zum Erfolg wäre,
Aber jetzt verfüge ich nicht einmal mehr über den Körper des Mädchens. Die Zeit verrinnt. Mein Körper schwindet dahin und ich kann mich niemandem mehr zeigen. Ich habe beschlossen, Northcrest nicht mehr zu verlassen und über Thaddeus zu operieren. Wie konnte es dazu kommen? Die Dinge sollten doch besser werden. Ein goldenes Zeitalter. Ich bin nicht mein Vater. Ach Quatsch, ich weigere mich, den Kampf für den Fortschritt aufzugeben. So. Ich bin nicht mein Vater. Der Bau der Energielösung für die Stadt hat begonnen. Sobald ich die Urkraft nutzbar gemacht habe, wird die gefangene Energie im Inneren des Bergfrieds aufbewahrt. Bei seiner Triebnahme sollte das Urkraftgefäß eine nahezu grenzlose Energiemenge freisetzen. Ein weitreichendes Netz von Leitungen wird diese Energie aus meinem Bergfried im Zentrum bis zu den äußeren Bereichen der Stadt befördern. Die Rohre dafür sind in vielen Bereichen bereits verlegt, obgleich noch viel zu tun bleibt. Nach so vielen Jahren steht das neue Zeitalter der Industrie endlich bevor. Ich sollte erwägen, ein Porträt von Samias über den Bergfried in Auftrag zu geben. Für den Bergfried in Auftrag zu geben, so. Toll. Hat mir jetzt aber nicht wirklich weitergeholfen. Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Fokus? Was ist denn das? Oh, oh. Hoppala. Okay. Toll, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Gar nicht. Aha. Super. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Oder? Komme ich hier irgendwie hoch? Vielleicht da? So, da? Nein? Hätte ja sein können. Ich bin dezent verwirrt. Da vorne? Da vorne ist noch irgendwas. Aha. Tada. Zack. Oh. Aha. Jetzt verstehe ich. Glaube ich. Temperaturbericht Labor. So, jetzt muss ich nur... Kann ich das jetzt noch? Ich bin irgendwie... Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, wie das funktioniert, Mann! Vielleicht, wenn ich jetzt mit den Pfeilen genau treffe, könnte es dann funktionieren? Da ist ein Sprung im Glas. Aber das Glas ist dick. Mit Pfeilen komme ich hier nicht weit. Ja, okay, ich habe es verstanden. Aber was? Mann! Dann verstehe ich nicht, was das Ganze soll. Okay, passt auf. Ich unterbreche hier kurz, weil ich bin schon bei einer halben Stunde. Das ist viel zu viel. Ich würde sagen, ich mache dann beim nächsten Part weiter und unterbreche dann hier einfach mal ganz kurz. Ja, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Die Infos kennt ihr. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis gleich.